zwischen Plätzchen und Viren. Corona in der Weihnachtszeit. Die Inzidenzen steigen, die Zahl der Neuinfektionen nimmt kein Ende. Aufgrund der derzeitigen epidemischen Lage im Harzkreis wurden wieder strengere Maßnahmen erlassen. In der Welterbestadt Quedlinburg wurden die Auflagen für die Weihnachtszeit verschärft. In einigen Bereichen der Innenstadt herrscht nun auch draußen die Maskenpflicht. In anderen Städten wie Wernigerode und Aschersleben wurde der Weihnachtsmarkt bereits vor dem Start abgesagt. Entscheidungen, die nicht leicht fielen, aber am Ende nur für die allgemeine Sicherheit getroffen wurden. Also ich muss sagen, es ist leider beunruhigend. Die Inzidenz steigt und steigt immer weiter. Das ist etwas, was den Landrat schon auch Sorgen macht. Die Intensivbetten füllen sich nach und nach. Es gibt zwar noch freie Betten, ja, aber an der Stelle geht es um Menschenleben und insofern ist es schon beunruhigend. Wie sollen sich denn die Menschen jetzt verhalten? Sollte man zu einem offenen Weihnachtsmarkt, sollte man den besuchen oder doch lieber zu Hause bleiben? Also wir sind ja jetzt im zweiten Corona-Winter und haben natürlich auch neue Erkenntnisse. Eine Erkenntnis ist auch, dass man sich im Außenbereich nicht anstecken kann. Insofern, wenn man also sich draußen bewegt, auch auf einem Weihnachtsmarkt und genügend Abstand hält, dann denke ich, ist keine Gefährdung da. Ist der Abstand nicht gewährleistet, sollte man eine Maske aufsetzen, genauso auch wie in einem Supermarkt und Ähnliches. Also ich denke, man sollte Vorsicht walten lassen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns einschließen müssen. Wichtig wäre jetzt, dass sich wieder möglichst viele Menschen impfen lassen. Nach dem ersten vollständigen Impfschutz ist nun eine dritte, die Boosterimpfung, an der Reihe. Im Landkreis Harz werden dazu sämtliche Impfstationen wieder eröffnet. Ja, der Landkreis Harz startet wieder eine Impfoffensive. Das Impfzentrum in Quedlinburg ist wieder eröffnet. Es kommen weitere Impfstellen im Landkreis Harz dazu. In Wernigerode, in Halberstadt, in Blankenburg, in Thal, in Harzgerode. Und in einigen Tagen wird auch ein Impfbus fahren. Damit werden wir über die kleinen Orte fahren und auch dort die Bürger, vor allen Dingen die über 60-Jährigen, erreichen, dass sie nicht zwingend in die großen Städte kommen müssen. Wir wollen so viel wie möglich Bürger erreichen, um vor allen Dingen schwere Erkrankungen zu vermeiden. Ich muss noch mal klarstellen, nicht die Infektion an sich ist gefährlich, sondern die schweren Verläufe und die Todesverläufe. Ich glaube, eine Infektion an sich kann man nur noch wenig unterbinden, aber wir müssen schwere Verläufe und Todesverläufe, das müssen wir unterbinden. Also impfen lassen sollte sich jeder über 12. Sicherlich bei den Kindern muss man noch eine Beratung auch der Kinderärzte mit dazu nehmen, aber schwere Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, schwer an Corona zu erkranken, ist wesentlich größer an einer Impfung. Insofern ist es absolut wichtig, diejenigen, die in der DDR groß geworden sind, so wie ich, wir kennen ja das Impfen und wir haben viele Impfungen bekommen. Das hat dazu beigetragen, dass viele Krankheiten ausgerottet worden sind. Und was damals richtig war, kann heute nicht falsch sein. Wie sieht es mit den Boostern aus? Ab welchem Alter sollte man sich boostern lassen und wie lange sollte die letzte Impfung her sein? Also alle ab über 18 sollten sich boostern lassen. Und die gefährdeten Personen sind die über 60, die sollten relativ zügig die Boosterimpfung auch bekommen und auch nehmen, um auch wieder schwere Erkrankungen zu vermeiden. Auch wenn die Weihnachtsstimmung durch die momentane Lage etwas getrübt ist, so sollte es den meisten doch möglich sein, mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen trotzdem eine schöne, sinnliche Zeit zu genießen. Und wenn dieses Weihnachten auf den Märkten genügend Abstand gehalten und Masken getragen werden, so sieht es vielleicht im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aus.